Letzte Woche sprachen wir über attraktive Dividendenaktien. Heute sprechen wir über Technologieaktien, die schon am Korrigieren sind. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Wir haben Dienstag, den 19. März. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Verstärkte Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Ja, heute Morgen ist in Japan ganz nebenbei Historisches passiert. Auch die Bank of Japan hat als letzte ihre Negativzinspolitik beendet. Zinserhöhung ist das Thema, wobei Zinserhöhung, man muss es relativ betrachten, der neue Leitzins liegt bei 0,0 bis 0,1% am Tagesgeldsatz. Insofern, es war auch etwas erwartet worden, es passiert relativ wenig. Die Aktienmärkte dort sind ruhig, bisschen nervös hin und her, aber per Saldo ohne große Veränderungen. Und auch in den Rentenmärkten ist nicht viel passiert. Also Japan bleibt trotz allem das Land der extremen, ruhigen und niedrigen Renditen. Dabei bleibt es. So, wollen wir starten? Wir schauen wie immer bei unserem allerersten Punkt auf die aktuelle Situation im DAX. Stabil, aber ohne Dynamik. Wir hatten in der letzten Woche es wieder geschafft, neue historische Höchststände zu erzielen. Wir haben mal kurz über die Marke von 18.000 Punkten herausgeschaut. Etwa 18.050 waren so die Höchststände. Aber auch die haben jetzt keine weiteren neuen Käufer angelockt. Der DAX notiert aktuell bei gut, ja, 17.900. Ja, ist relativ unspektakulär. Man kann sagen, oberhalb von 17.600 bleibt alles okay. Das war das letzte Tief aus den letzten Wochen. Also der Aufwärtstrend unverändert intakt. Aber es bleibt auch bei unseren Kernaussagen aus den letzten Wochen. Die sogenannten, ja, wenn Sie so möchten, Kursziele des Jahres 2024 sind mit der runden 18.000er Marke mehr oder weniger erreicht, abgearbeitet, erzielt. Insofern eine Konsolidierung oder eine Beruhigung wäre ganz gesund und sollte auch niemanden überraschen. Und es bleibt auch in dem längerfristigen Ausblick absolut dabei. Den Chart habe ich Ihnen von letzter Woche heute noch einmal mitgebracht. Der geht 10 Jahre zurück bis in das Jahr 2014. Hier sehen wir sehr schön die obere rote Linie, sozusagen die Begrenzungslinie immer der Aufwärtsbewegungen des DAX in den letzten 10 Jahren. Und die verläuft gut bei, ja, etwa rund 18.000 Punkten. Auch das zeigt, der DAX stößt irgendwie oben an. Also es wäre sehr überraschend, wenn wir jetzt hier einfach weiter steigen würden. Damit würden wir in eine Anstiegsphase kommen, die dann deutlich dynamischer wäre als das, was wir im Kursverhalten der letzten 10 Jahre gesehen hatten. Insofern glauben wir weiterhin, das kurzfristige Potenzial bleibt erst einmal begrenzt und die Chance-Risikorelation, wenn ich mir solche breiten Kanäle anschaue, ist eher ungünstig, wenn ich ganz oben anstoße. Kurz und knapp, so viel zum DAX, unser erster Punkt. Und auch, wie immer, unser zweiter Punkt, ein Blick auf den Schweizer Aktienmarkt. Aktuelle Situation im Swiss Leader Index. Auch hier neue Verlaufshochs, natürlich keine historischen Hochs, sondern nur Verlaufshochs. Wir hatten es letzte Woche geschafft, bis rund, ja, 1.930 Punkte zu steigen. Auch hier hat es keine weiteren Käufer angelockt. Wir sind momentan eben schon wieder ein bisschen tiefer bei 1.900. Aber auch hier die Botschaft der letzten Wochen. Der kurzfristige Aufwärtstrend, den wir hier seit Mitte Februar eingezeichnet haben, der ist intakt. Der läuft momentan bei, ja, 1.890 Punkten. Es ist stabil, es ist keine Dynamik. Insofern es ist alles okay, aber wir sind eben unserer Meinung nach momentan nicht am Beginn einer neuen Hosse. Die nächsten beiden Punkte sind zwei kleine Updates zu Themen, die wir in den letzten Wochen des Häufigeren betrachtet hatten. Kommen wir zuerst zu unserem dritten Punkt, ein Update zum Aktienmarkt China. Wir schauen heute noch einmal auf den Hang Seng Index. Den hatten wir Ihnen ja im Januar mehrfach als antizyklische Chance genannt, weil wir der Meinung waren, die Kurse waren so stark gefallen, die Stimmung war so schlecht, das könnte, und die Bewertungen waren so günstig, das könnte mal ja eine antizyklische Chance sein. Inzwischen, wenn wir auf den Hang Seng Index schauen, er ist seit Januar, seit dem Tief von 15.000 Punkten auf aktuell 17.000 Punkte gestiegen. Damit hat er auch schon die erste größere Widerstandszone erreicht. Und direkt oben drüber, oberhalb dieser Widerstandszone bei 17.000, notiert auch hier unsere gelbe Linie, die 200-Tage-Linie. Also es wäre auch direkt der nächste Widerstand.
Insofern sollte auch hier, nachdem die erste Anstiegsbewegung gelaufen ist, es auch hier nicht überraschen, wenn erst einmal Ruhe und Konsolidierung eintreten würde an den Aktienmärkten in China. Das ist der Hang Seng Index. Der andere Index, der Festlandsaktienindex, der CSI 300, schaut ähnlich aus. Den habe ich heute im Chart nicht dabei, aber ähnliches Bild, ähnliche Botschaft. Der antizyklische Kauf auf dem Januar, das hat erst einmal funktioniert, aber auch hier glaube ich, dass kurzfristig es schwer wird, einfach so dynamisch weiterzusteigen. Also auch hier grundsätzlich das Thema Beruhigung, Konsolidierung, die auch in China dann nicht überraschen sollten. Das war unser erstes Update, der Aktienmarkt China. Ja, den langfristigen Chart noch vom Hang Seng mitgebracht. Wir schauen mal ganz kurz drauf. Die letzten 5 Jahre bis ins Jahr 2019, da fällt eben auf, dass diese Zone um 15.000 schon, ja, dass die Chance hat, den potenziellen Doppelboden auszubilden. Das sieht gut aus. Allerdings mittelfristig, man sieht das, wir sind immer auch bei den 17.000 momentan noch immer noch relativ weit unten aus Sicht der letzten 5 Jahre. Das heißt, mittelfristig dominiert immer noch der Abwärtstrend. Also auch hier Geduld ist gefragt für die richtige Bodenbildung. Der erste Schritt ist getan, das hatten wir im Januar gemacht. Jetzt schauen wir einfach mal an, wie es weitergeht. So, das war es aber jetzt wirklich zum Aktienmarkt China. Kommen wir zu unserem zweiten Update, das wir in den letzten Monaten schon einmal hatten. Ja, die Bayer-Aktie unter der Überschrift ein Trauerspiel. Wir hatten am 5. März den Kapitalmarkttag, der ja doch sehr stark erwartet worden war. Was wird die Geschäftsführung verkünden, um diese Krise bei Bayer zu beenden? Und das, was verkündet wurde, war nicht so schön. Also es gibt keine Planung von radikalen Umbaumaßnahmen. Das bedeutet, es geht nicht um eine Aufspaltung des Konzerns in einzelne Einheiten. Darüber hinaus wurde die Dividende fast komplett gestrichen, auf das Minimum von 11 Cent nur noch. Der Ausblick für dieses Jahr, was das operative Geschäft angeht, auch sehr gedämpft, bedeutet als Folge für den Kursverlauf der Aktie Bayer, und wir hatten eben vor einigen Wochen darauf hingewiesen, vor dem Kapitalmarkttag, es besteht durchaus die Chance, einfach mal in eine Bodenbildungsphase bei 28 Euro zu kommen, nach diesen dramatischen Kursverlusten. Das hat mit diesem enttäuschenden Kapitalmarkttag nicht geklappt. Wir sind inzwischen noch mal eine Etage tiefer gegangen. Wir sind etwa bei 26 Euro. Also kurzfristig keine positiven Nachrichten. Es werden auch keine kommen. Geduld bleibt gefragt. Und man sieht es, also wir haben das neue Tief wieder gemacht. Wir notieren unterhalb aller Durchschnittslinien, eben auch unter der pinken, unter der kurzfristigen. Man muss leider sagen, der Abwärtstrend ist immer noch intakt und insofern Geduld bleibt gefragt. Mal schauen, wann sich zumindest dann charttechnisch die Situation bei Bayer entspannen wird. Momentan hat die Aktie erstmal die Chance auf die Bodenbildung bei 28 leider vertan. So viel zu Bayer. Kommen wir zu unserem fünften Punkt. Unser Index der Woche. Und nachdem wir letzte Woche uns sehr ausführlich mit den soliden, vielleicht langweiligen Dividendenaktien beschäftigt haben, kommen wir mal wieder zum Thema des Jahres, zu unseren Technologieaktien. Der Index der Woche, der Nasdaq 100. Und da muss ich sagen, tut mir leid, die Botschaft gilt auch etwa seit 4 Wochen jetzt schon, der gefällt mir nicht. Warum gefällt er mir nicht? Ich betrachte ihn unverändert als korrekturgefährdet. Wir haben im oberen Teil der Grafik den Kursverlauf. Das ist insofern völlig fein. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Der Index notiert, nachdem er noch in der letzten Woche Kurshochs oder sogar historische Höchststände von etwa 18.400 Punkten erreicht hatte. Wir notieren oberhalb aller Durchschnittslinien. Die pinke Linie ist die 38-Tages-Linie. Manche schauen auch auf ganz kurzfristige 20 Tage. Mir lang die 38. Und da muss ich sagen, da wird es langsam spannend, weil vom Kursverlauf letzte Woche, Ende letzter Woche, sind wir bei 17.800 genau auf diese 38-Tages-Linie gefallen und sind nochmal nach oben. Wir sind jetzt bei 18.000 wieder, 18.100. Das ist okay, aber die Luft wird langsam dünn. Und was mir eben gar nicht gefällt, sind die unverändert bestehenden negativen Divergenzen bei den Indikatoren. Hier eingeblendet im Chart im unteren Teil der Trendfolgeindikator, der MACD,
der hat diese gesamten Kurshochs im Nasdaq, die wir seit Dezember jetzt hatten, also von 17.000 auf 18.400, hat der MACD nicht mitgemacht. Er hat diese Hochs nicht mit neuen Hochs bestätigt. Das ist die negative Divergenz. Und zum Zweiten, er ist schon längst short. Also der MACD ist auf short gedreht. So, und da haben wir einen ganz klaren Widerspruch zwischen dem, was die Kurse, der Chart oben anzeigt, und was die Indikatoren anzeigen. Bedeutet für mich unverändert, verstärkter Blick jetzt auf die kurzfristige Linie, die 38-Tage-Linie, die momentan eben bei 17.800 verläuft. Sollte die unterschritten werden, hätten wir auch im Chart das erste Trading-Verkaufssignal. Insofern sollte eine Konsolidierung auch im Nasdaq 100 nicht überraschen. Das Verblüffende ist ja, der Index notiert in der Nähe seiner historischen Höchststände. Also muss es ja Aktien geben, die auf hoch notieren, die ihn da oben halten. Ja, und das sind momentan 4 Stück. Und alle 4 haben, wenig überraschend, natürlich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun. Also oben notiert erstens, wir haben Nvidia, die inzwischen auch über 2.000 Milliarden Dollar wert ist. Wir haben zweitens Microsoft, die wertvollste Aktie der Welt mit über 3.000 Milliarden Börsenwert. Dazu kommt noch Meta und es kommt Amazon. Die 4 sind ganz oben, die halten noch den Index da oben. Was aber auffällt, und damit kommen wir jetzt zu unserem 6. Punkt, zu unserem Thema der Woche oder Titel der Woche, die Technologieaktien, die schon am Korrigieren sind. Und da habe ich Ihnen heute 4 Beispiele mitgebracht. Werfen wir mal einen Blick drauf. So, wir beginnen mit Apple. Unsere erste Aktie, Technologieaktie, die schon am Korrigieren ist. Die hatten wir in den letzten Monaten immer mal wieder genannt als Underperformer. Dabei ist es auch geblieben. Der Titel lautet für Apple, bei 200 Dollar war Schluss, mehrfach, 3-mal sind wir daran gescheitert und durch die Korrektur und die Kursrückgänge der letzten Wochen ist es bei Apple so, dass die 200-Tage-Linie schon unterschritten ist. Also wir reden hier nicht von einer 38-Tage-Linie, sondern schon von der 200-Tage-Linie und mit den Kursrückgängen bis in die letzte Woche hinein wurde schon die letzte wichtige Unterstützung von 170 Dollar erreicht. Momentan läuft eine leichte Gegenbewegung. Wir sind jetzt wieder bei 173 hier. Gestern Abend, glaube ich, in der Spitze bis 175. Aber oben bei 200 ist Schluss und die Aktie ist definitiv technisch angeschlagen. Und deswegen ist sie auch nicht mehr die wertvollste Aktie, sondern momentan nur noch die zweitwertvollste Aktie. Und wenn wir bei Apple einen Blick in die letzten Jahre, in die letzten 10 Jahre werfen, sieht das natürlich sehr, sehr beeindruckend aus. Ja, wir begannen vor 10 Jahren bei etwa 20 Dollar, jetzt in der Spitze bis 200, die Verzehnfachung, das ist etwas, wunderbar. Aber wenn wir auf die letzten Jahre schauen, speziell seit Ende 2021, Anfang 2022, wenn wir dort die Hochpunkte nehmen, die waren gar nicht so viel niedriger als diese Hochs, die wir in den letzten Monaten mit den 200 Dollar hatten. Also auch hier das Fazit, schon seit 2 Jahren ist bei der Apple-Aktie eigentlich die Dynamik raus. Insofern bleibt es dabei für uns keiner der bevorzugten Technologietitel. Unsere zweite Aktie aus dem Technologiebereich, Alphabet, sieht ein bisschen spannender aus. Also ich habe sie in der Rubrik Technologieaktien, die schon korrigieren, ja. Und sie hat auch seit ihrem Hoch, was sie im Januar hatte, bei gut 150 Dollar, 153 etwa, bis letzte Woche schon korrigiert auf 130. Das hat man im Nasdaq eben nicht gesehen. Dort verlief oder verläuft die 200-Tage-Linie. Ja, die hat sie erfolgreich getestet. Gestern kam nochmal von Apple und Alphabet eine positive Nachricht zum Thema KI. Ist die Aktie direkt angesprungen auf 150 Dollar. Hat, glaube ich, aber am Ende des Marktes nur noch bei 145 geschlossen. Also es bleibt dabei. Es ist alles okay bis jetzt. 200-Tage-Linie ist erfolgreich getestet worden. Aber scheinbar ist auch bei 150 bisher der Deckel drauf. Technisches Fazit für die Alphabet-Aktie, Aufwärtstrend noch intakt. Und auch wenn wir bei der Alphabet einen Blick in die längere Kurshistorie werfen, sieht das natürlich bilderbuchmäßig aus. Wir haben seit dem Jahr 2014 bei Kursen von etwa 25 Dollar einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Das sieht sehr schön aus. Dazu muss ich Ihnen aber sagen, der verläuft aktuell bei 100 Dollar. Also wir sind bei 100, in dem Bereich 140, 150 momentan. Also
Um den langfristigen Aufwärtstrend anzutesten, da müsste die Aktie noch deutlicher korrigieren. Also er ist intakt, aber immerhin. Und wir sehen aber auch, bisher ist bei $150 Schluss. Bedeutet, weiteres Kurspotenzial erst nach Überwinden der $150-Marke. Insofern sieht langfristig sehr okay aus, aber auch die Aktie hätte durchaus noch Luft zum Korrigieren. Das war unsere zweite Aktie, Alphabet. Die dritte Aktie aus dem Bereich der Cyber Security, Palo Alto Networks. Die Cyber Security Aktien haben auch in den letzten Monaten einen riesigen Run hingelegt, aber sie hatten ein Kursniveau erreicht, bei dem Meldungen, also lass es die Quartalszahlen gewesen sein oder der Ausblick nach vorne, wenn da nicht alles 100% perfekt passt, sehen wir auch hier eine verstärkte Neigung zu Gewinnmitnahmen. Also, wir hatten noch im Anfang Februar bei der Palo Alto Aktie Kurse von $380. Sie ist im Tief nach den Meldungen mit einem riesen Gap nach unten auf $260 gefallen. Das sind $120, das ist schon einiges. Genau auf die steigende 200-Tage-Linie, hat gehalten, ist alles gut. Wir sind momentan im Bereich um gut $280 bis $290. Der Aufwärtstrend ist noch intakt, aber auch diese Aktie hat in den letzten Wochen schon deutlich Luft abgelassen. Und wenn wir bei der Palo Alto auch hier auf den langen Trend schauen, da können wir seit dem Jahr 2017 einen wunderschönen Aufwärtstrend identifizieren. Der verläuft aktuell ja bei, wo sind wir? Bei etwa 180. Also wir sind bei 280 aktuell. Auch hier sieht man, dass durch die Kursanstiege in den letzten Wochen und Monaten sich die Technologieaktien oder viele der Technologieaktien sehr weit von ihren langfristigen Trends entfernt haben und insofern durchaus über Konsolidierungs- oder Korrekturpotenzial verfügen. Also Cyber Security, wunderbar, ist ein langfristiger Wachstumstrend, aber auch hier die langfristige Trendlinie liegt deutlich tiefer. Schauen wir uns die vierte Aktie an, Adobe oder Adobe, wie manche sie aussprechen. Auch hier eine Aktie, die schon deutlich korrigiert hat. Was haben wir letzte Woche gesehen? Ein Kursrutsch mit Gap nach unten nach der Quartalsberichterstattung und vor allem nach dem Ausblick nach vorne für dieses Jahr. Mit dem Ergebnis, dass die Aktie, die ja, wir hatten es im Januar und auch im Dezember, noch mit Kursen von etwa $640, sind wir auf 500 gefallen. Also auch $140 nach unten, das ist kräftig. Und jetzt kommt es hinzu, die gelbe Linie, die 200-Tage-Linie, die vorher schon angetestet wurde, ist durch den Kursrutsch in der letzten Woche unterschritten worden. Also, und wir haben jetzt mit einem Kurs von den $500 bereits, wenn wir auf den Kurs hier, den Kursverlauf der letzten 12 Monate schauen, ja, so eigentlich die letzte Bastion aus den letzten Monaten schon erreicht. Fazit auch für Adobe, sie ist technisch angeschlagen. Also auch das, was wir im Nasdaq 100 sehen, Kurse im Bereich in der Nähe der Höchststände, intakter Aufwärtstrend, haben wir inzwischen hier schon einige der großen Tech-Aktien, die das nicht mehr haben. Auch das könnte darauf hindeuten, dass die letzten vier, die den Index bisher oben halten, also wie gesagt, Nvidia, Microsoft, Meta und Amazon, dass die eventuell auch mal in eine Konsolidierung eintreten könnten, sollten, werden, wie auch immer. Also einige Titel gibt es auf jeden Fall schon. Vier habe ich Ihnen mitgebracht, die schon deutlich korrigiert haben. Langer Blick. Auch wir, wieder bei Adobe, bis in das Jahr 2014 zurück. Ein wunderschöner, langer Aufwärtstrend, ja, der verläuft aber aktuell bei 380. Wir sind bei 500. Also auch dort wäre, um auf den langfristigen Aufwärtstrend aufzusetzen, noch deutliches Korrekturpotenzial vorhanden. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sehen bei der Adobe sehr schön, dass im Bereich ja um die $650 bis $700 jetzt zweimal eine massive Widerstandszone sich herausgebildet hat. Also mal schauen, wie es weitergeht. Aber auch hier als Beispiel eben Aktien, Technologieaktien, die schon deutlich am Korrigieren sind, was einigen anderen vielleicht noch bevorstehen wird. Bedeutet für mich als Fazit und Zusammenfassung für diese Woche. Erstens, worüber wir gerade nicht gesprochen hatten, wir hatten letzten Freitag den ersten großen Quartalsderivate-Verfalltermin, sogenannte Triple Witching Hour. Der ist bisher ohne größere Kursschwankungen geblieben. Die Märkte sind ungefähr auch da, wo sie letzte Woche waren. Also keine Überraschung. Bedeutet für uns aber trotzdem unter Punkt 2,
Die Aktienmärkte bleiben konsolidierungs- oder korrekturgefährdet und stoßen häufig auch in langfristigen Aufwärtstrends eher oben an. Also DAX und Nasdaq eher bei der 18.000. Sollte man nicht übersehen. Drittens, wie gerade gezeigt, zahlreiche Technologieaktien befinden sich schon im Korrekturmodus. Also es sind immer weniger Aktien, die die Indizes noch oben halten. Bedeutet unter Punkt 4 für unsere Aktienstrategie, unseren Aktienflex. Wir haben zum einen ein bisschen Teilabsicherung eingezogen in unser Aktienportfolio und wir haben in den letzten Wochen unser doch recht deutliches Übergewicht an Tech-Aktien in die steigenden Kurse hinein reduziert und das werden wir tendenziell auch weitermachen. Wir haben immer noch ein großes Gewicht in Technologie, aber lange nicht mehr so viel, wie wir es eben noch Anfang des Jahres hatten und bedeutet auch für uns, in diese steigenden Kurse hinein reduzieren wir es etwas. Unser Punkt 5, darüber hatten wir gerade auch nicht gesprochen. Letzte Woche kamen aus den USA Inflationsdaten. Erst am Dienstag die Konsumentenpreisdaten und dann wenige Tage später die Erzeugerpreisdaten. Und das Auffällige war, sowohl die Inflationsdaten für die Konsumenten als auch die Erzeugerpreise kamen schlechter als erwartet. Und schlechter als erwartet heißt höher als erwartet, was eigentlich nicht gut ist. Die dämpfen die Euphorie der Anleger auf Notenbankzinssenkungen, definitiv. Und dazu kann ich Ihnen nur sagen, als diese Euphorie Anfang des Jahres so riesig war und man heißt der Markt, von den Notenbanken bis zu 8 Zinssenkungen erwartet hatten, hatten wir sowieso gesagt, das ist übertrieben, das ist Quatsch, so viel werden nicht kommen. Schon gar nicht, wenn die Notenbanken selbst gesagt haben, wir werden ungefähr 3 Zinssenkungen machen. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Der Märzverfall oder der Märztermin ist sowieso jetzt schon verstrichen ohne Zinssenkung. Jetzt wird es darum gehen, wahrscheinlich ab Juni. Mal schauen, dann haben wir noch 3 Monate Zeit, uns die Inflationsraten weiter anzuschauen. Und die zeigen eben, dass der Weg Richtung 2% nicht ganz so einfach ist. Sie sind eben deutlich höher, immer noch in dem Bereich 3, ja, und das bedeutet auch, es wird nicht so viele Zinssenkungen geben. Das Ergebnis dieser nicht so guten Inflationsdaten war unter unserem Punkt 6. Wir sehen momentan noch einmal einen temporären Zinsanstieg bei Anleihen. Und wir sind für die 10-jährige Bundesanleihe wieder in dem Bereich 2,40-2,45% angelangt. Wir sind bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder in dem Bereich 4,3-4,35 angekommen, nachdem wir schon 30-40 Basispunkte tiefer waren vor einigen Wochen. Und das bedeutet für unsere Rentenstrategie unter Punkt 7, Rentenflex, wir bevorzugen unverändert ein antizyklisches Vorgehen. Wir glauben nicht an deutliche Zinsanstiege. Das bedeutet, temporäre Zinsanstiege, wie sie jetzt gerade wieder auftreten, nutzen wir tendenziell, um uns längere Laufzeiten, hohe Renditen, hohe Coupons einzukaufen. Also Kauf Langläufer bei Kursschwäche. Ja, das war für uns das Wichtigste aus den letzten Tagen für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse, freue mich schon auf die nächste Woche. Ihr Michael Winkler. Thank you.